Total recht herzlich willkommen zur Star Wars Fanbase, die jetzt entsteht, weil wir 40 Jahre Star Wars gefeiert und immer noch feiern, das ganze Jahr. 1977 war der Film im Kino und jetzt, 2017, wurde die Convention in Orlando, wo auch die Feier, wo auch die Laudatio, wo auch die Erinnerung über Star Wars, um Star Wars herum. Meiner eine als grauer Jedi möchte euch einladen zum 100%igen Star Wars Fanclub, ohne, nur für Fans, von Fans, kein Kommerz, sich wirklich über Figuren unterhalten, über alles, von A bis Z, Star Wars von A bis Z. Mache auch gerade die Broschüre fertig. Ich bin der Admin von 100% Star Wars Fans und versuche Fans zu begeistern, weil Star Wars jetzt mittlerweile, wie gesagt, 40 Jahre und die Stars und Sternchen sind natürlich um die 50, 60, 70, 80 Jahre und die neuen ab 19, 24, 35 in dem Dreh. So, viele Altstars gehen jetzt langsam, neue Stars kommen und das Thema Star Wars soll sich nicht nur darum, sondern alles von A bis Z. So, das E wie Universe, U, ne, und so weiter, also EU, Universe, alles drin. A bis Z. Ich will mich gar nicht wiederholen. Um diese Sendung auf den Weg zu bringen, brauche ich natürlich Mitstreiter, Leute, die Interesse haben, die auch Cosplayer sind. Bis jetzt habe ich natürlich sehr, sehr viele, wirklich sehr viele, aber leider in Regensburg, in München, in Nürnberg, in der Schweiz, in Österreich. Diese Fans, sogar in Amerika, ganz viele in Amerika, aber leider alle zu weit weg. Und da man sich nicht richtig kennt, also richtig Handshaking machen kann und so weiter. Na gut, viele haben gefragt, warum machst du diese Sendung nicht in Englisch? Natürlich, aber dann wäre ein bisschen viel Arbeit. Also ich mache mir die Mühe, die Arbeit, eine Sendung zu erstellen, die Sendung irgendwie zu gestalten, auf den Weg zu bringen, sich ins Kostüm zu werfen. Ich mache auch diese Mini-Clips hier während der Arbeit, während ich hier im Star Wars Store drin bin. Aber das ist wichtig, sehr wichtig. Es geht hier nicht um Verkaufen. Sehr, sehr viele kennengelernt, die nur verkaufen. Sie sagen, sie sind Fan. Sie mögen so ein paar Sekunden später, ja, könntest du nicht das und das und das gebrauchen? Das ist für mich kein Fan. Fan ist für mich, ja, diese, aber leider in dem Alter zwischen 9 und 12, die auch kein Geld haben, aber sich austauschen und sich natürlich freuen, wenn sie da mal irgendwas geschenkt bekommen, warum auch nicht. So, wir Erwachsenen sollten uns klar werden, dass das alles Geld kostet. Aber diese Sendung, es geht ja hier um eine Sendung. Und für die Sendung brauche ich persönlich als euer Moderator, euer Medienkanzler, braucht natürlich euer Jedi-Ritter in Grau, braucht natürlich dann Figuren, Merchandise, er braucht natürlich Sachen, worüber er reden kann. Die Celebration hat natürlich eine riesen Halle aufgebaut, hat dann die Fahrzeuge gezeigt, hat BB-8 als Käfer gezeigt und so weiter. Okay, darüber können wir auch reden. Die Sendung ist im Aufbau. Ich habe jetzt 10 Jahre Zeit, diese Sendung irgendwie auf den Weg zu bringen. Ich habe jetzt 10 Jahre Zeit, irgendwelche Clubmitglieder zu gewinnen, die Lust und Laune haben, mitzumachen. Ich muss natürlich eine Menge machen, damit Leute überhaupt Lust haben, mitzumachen in der heutigen Selfie-Zeit. Heute macht jeder selber. Heute sitzt er auch selber nur noch vor der Kamera. Viele machen ja nur noch Selfies. Viele machen ja nur noch Live-Schaltungen. Sie reden über alles. So, meiner einer, euer Medienkanzler, euer grauer Jedi. Vielleicht denke ich mir auch mal einen Namen aus. Hallo, Grüße. Ja, Servus. Ja. Grüß Gott. Hi, mein Haus. Die Sendung ist für Fans, von Fans, für Fans. An alle Realkunden, die hier das immer so mitbekommen, wenn hier Aufzeichnungen getätigt werden, da wir auch richtig arbeiten, richtige Foto, richtige Film. Wir sind natürlich auch für Schauspieler da, wir sind auch für Filmpool da, für Komparsen und so weiter. Aber Star Wars ist ein eigenes Baby, Star Wars ist nur für Fans, Star Wars ist nur für und von Fans. Man sollte schon Star Wars mögen, man sollte schon mit Star Wars sich identifizieren und man sollte auch Star Wars, wie gesagt, vor laufender Kamera präsentieren,
über die Figuren sprechen, über das gesamte Merchandise, über das gesamte Thema. Nicht wie die Verrückten, nicht wie die Begeisterten, nicht wie die Bekloppten. Nein, 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 nein. Also wir bleiben seriös, wir machen eine vollkommen seriöse Sendung ab einem gewissen Alter. Wir reden auch nicht zu gehoben, wir reden normal. Und wir sind jetzt keine Jugendlichen zwischen 6 und 12. Wir sind jetzt auch keine Y-Gesellschaft zwischen 15 und 45. Nein, wir sind die waschechten ersten Star Wars Fans, die 16 waren 1977 und älter. So, alle, die ab 16, 1977 aufwärts mit Star Wars verbunden und auch geblieben sind. Natürlich wäre es super, wenn jetzt durch Zufall einer, der auch damals diese Promotion, zu dieser gewissen Promotion-Firma gehört hat, wo wir Star Wars Promotion machen durften. 1977 hat sich George Lucas das alles nicht so vorgestellt und hat auch, wie gesagt, wegen der Bezahlerei, haben die da vieles gemauschelt, aber wie dann so 4, 5, 6, so wie er bemerkte, also wie George Lucas bemerkte, da könnte was, hat er mit Mark Hamill, also Mark Hamill und George Lucas haben dann im Bereich des Merchandisings, der Figuren und allen, auch 501 und Cosplay, natürlich gesagt, ey, das ziehen wir durch. Und das wurde ja bis heute durchgezogen. So, bei Disney ist es nicht so, wenn ihr auf die Disney-Seite geht, bekommt ihr nicht allzu gute Sachen. Ne? So im Anriss könnt ihr da oben sehen, das sind die Disney-Figuren, die sind alle da, von der Firma Disney. Gut, die Qualität ist nicht gerade berauschend, aber füllt den Raum. Ne? So, ihr seid in der Sendung, also wie gesagt, hier wird heute noch gearbeitet, wird heute noch umgeändert, wird heute zu Star Wars. Vielleicht findet man auch eine Pappe, die man davor nageln kann, muss mal schauen. Ja, dann könnte ich vielleicht da den Stormtrooper, der jetzt verdeckt ist durch das Regal, da an die Tür. Ja, macht mehr Sinn. So, wie gesagt, das hier wird jetzt umgebaut. Wir haben jetzt 10 Jahre Zeit. Ich persönlich habe jetzt 10 Jahre Zeit. Euer grauer Jedi. Ich kann natürlich während der Arbeit nicht immer. Ich werde mir aber viele Sachen von Star Wars besorgen. Übrigens, ich habe... ich glaube, jetzt kommt keiner rein hier. Ich mache jetzt den kleinen Striptease. Natürlich habe ich immer Star Wars. Ne? Ich habe immer Star Wars bei. Ist ja wohl klar. Immer habe ich Star Wars drunter. Ne? Bestehe ja nur aus Star Wars. Bin ja 100% Fan. Aber ein normaler Fan. Ja. Ich will mich schnell wieder anziehen, bevor ein Kunde reinkommt und denkt, was macht er denn da? So, an alle Kunden, Realkunden. Wir machen auch andere Sachen, muss ich dabei sagen. Also diese Sendung hier, so diese Miniclips, die sind wie gesagt, die richtige Sendung wird einmal im Monat gemacht. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich werde auch manche Stars und Sternchen fragen, ob sie ein paar Sekunden Zeit haben. Wie gesagt, es soll Spaß machen. Diese Sendung soll Spaß machen. Ihr sollt selber Spaß haben. Und ihr sollt natürlich auch Fragen stellen etc. Also wie gesagt, die Plakatierung am Fenster steht. Die Figuren stehen. Die Idee steht. Und jetzt geht es jetzt langsam los. Also heute fange ich jetzt ganz langsam an aufzubauen, umzugestalten nach und nach. Es wird auch ein extra Raum, ein extra Star Wars Raum gemacht. Da muss ich natürlich die Firma Ebel noch konsultieren, dass die mir den da leer machen, weil so viel Arbeit wollte ich mir jetzt auch nicht machen. Ich werde jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche mich um Star Wars bemühen, aber nicht nur, das ist klar. Ich werde mit Star Wars leben, mich erkundigen, ich werde schauen, ich möchte aber keinen Schrott. Ich möchte also keinen Star Wars Schrott, den jeder hat. Mahlzeit, Grüße. Moin, moin! Ich komm. Ah, hat ein bisschen gedauert. Jetzt geht's weiter, meine lieben Freunde. In der Zwischenzeit, weil hier war richtig voll, voll, voll. Also das Schaufenster ist ja voll mit Star Wars und hatte da einen österreichischen Schauspieler, der seine Schauspielkollegen fragen möchte, ob die Interesse haben. Also es kurbelt, es läuft. Nach Ostern, nach Orlando, hab also auch schon hier das fertig. Ich hoffe, ich könnte das lesen. Ja? Ich werde das über Ultra HD Web TV laufen lassen, Sondersender NRW TV, und ich werde es natürlich auch über die Sammelfiguren laufen lassen. Es ist heute richtig was los, Ehrenwoll, es ist richtig was los. Mal sehen, ob ich die Zwischensendung noch hinbekomme. Wie gesagt, gerade war ein Anruf, habt ihr mitbekommen. Dann, wie gesagt, Kunden, heute ist vieles los, auch mit Celebration ist klar, viele
sind ja noch ein bisschen euphorisch. Ich bin auch so am Basteln hier für zum Mitnehmen für die Kunden vor Ort, die unbedingt mitmachen möchten. Ich finde es ja schön, dass die Sendung ankommt und auch die anderen Sendungen, die sozialkritischen Sendungen, letztens über Altenheim, dann über dieses Versterben, wie die da so unterwegs sind, die alle berufsmäßig, aber das ist was anderes. Strich kam gerade durch einen Kunden mal wieder dann in dieses Gespräch. Schnitt, Celebration, wir wollen also die Sendung hochfahren. Wir haben einigen schon Bescheid gesagt, die in Augsburg, in Regensburg, in München, in Österreich, in der Schweiz, alle zugeschaltet, auch wie gesagt sprechen. Ich werde euch auch die Sammelfiguren.tv, web.de könnt ihr auch schreiben, aber meist schreiben wir ja hier bei Facebook. Wie gesagt, ich arbeite dran, Rundzettel und auch hier wieder, ich begrüße den Rupert nochmal, den Rupert Schneider, der die Bilder gemalt hat, sehr gute Bilder malt und die ihr auch selber bei ihm kaufen könnt oder selber in Auftrag geben könnt. Da möchte ich mich bei den Cosplayern bedanken, nochmal bei Stefan Karl Weinsbach und bei Phil Derichs. Ne? Ich schreibe ihm dann mal eben hier. Und das ist ja das Schöne an Industrie 4.0. Wir sind ja vernetzt, verkabelt. Ne? Viele können ja hier switchen, also sie können hier arbeiten, obwohl sie ganz woanders sind. Hier wird ja alles produziert, hergestellt, Schnitteinheiten. Hier ist ja alles, um die Sendung auf den ne, zu machen. Ja, wie gesagt, zwischendurch ist meine Mutter noch verstorben. Jetzt bricht mir hier auch noch weg die Greenbox. Ja, wie gesagt, bei dem Thema, das hatte ich auch gerade mit der Kundin, wie gesagt, meine Mutter am 12.04. Ach, ich mache das jetzt mal weg. Am 12. ist sie halt, wie gesagt, verstorben und am 12.04. Und deswegen war das alles ein bisschen hart. Also deswegen konnte ich mich durch die Celebration ein bisschen ablenken. So, wie gesagt, bei der Celebration besorgt. Auch gerade gekommen hier. Ich mache jetzt hier auch mal so ein Video hier. Ist klar, man ist Prime-Kunde, deswegen kriegt man das alles ein bisschen schneller geliefert. Was ich jetzt zeige, ist nichts Neues, aber wie gesagt, alles für die Sendung. Geordert hier, kam auch ruckzuck aus. Okay. Ne? Ich habe ihn jetzt auch. Er ist auch ein stolzer Stormtroop-Fan, war ich schon immer, aber die fangen mit dem Kopf an und besorgen mir die Kleidung. Das Problem an der Kleidung ist, dass man, wie gesagt, noch ein oder zwei Leute braucht, um da reinzukommen. So alleine klappt das nicht immer so. Man müsste auch immer einen Raum haben, eine dicke Tasche bei haben, um in die Rüstung reinzukommen. Wie gesagt, ich weiß ja, dass dieser Helm auf einer Art okay ist. Dass, wie gesagt, Sprachmodus nicht gerade der beste ist. Ich muss jetzt hier kein Unbox-Video machen, muss ja auch nicht zeigen. Für mich ist es nur wichtig, dass ich ihn habe. Dass mit diesem Helm, wie gesagt, die Sendung gemacht werden kann. Natürlich nicht solche, die richtigen sind. Das sind ja die Zwischenclips, die hier so zwischendurch gemacht werden. Hier ist so ein, keine Ahnung, warum er so einen extra Helm hat. Und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, stolz schon drauf, ihn haben zu dürfen. Jetzt versuche ich den natürlich von Kylo Ren noch zu besorgen, weil der Kylo Ren braucht einen neuen Kopf. Der ist leider verkauft, weil er unser jüngster Fan hier den unbedingt haben wollte. Er hatte Geburtstag, na gut, hat man ihn dann gegeben. Weil an sich sind diese Exponate alle für die Sendung. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht geschafft, da hinten wollte ich ja, dass da Plakat hinkommt. Vielleicht mache ich da The Green Box hin. Ja, so ne? Green. Dann habe ich dann da hinten immer so eine Art Monitor laufen. Dann brauche ich das Ding nicht hier immer hinzustellen. Wie gesagt, durch die Thematik gerade mit Versterbung und so ist natürlich so eine Sache, aber naja, das passiert schon. The show must go on. Ja? Ist leider so. Also am 12.04.2017
Punkt 14 Uhr war meine Mutter verstorben und sie sagte, der Winter kommt zurück, Schnee wird fallen. Gut, das waren ihre letzten Worte. Wie einige gerade gemeldet haben, haben sie Schnee. Also hat sie das schon irgendwie alles so geahnt. So, dann lassen wir mal, wir bleiben weiterhin bei der Celebration. Wir waren bei, das kommt an die Schaufenster, an die Schaufenster kommt das. Und das hier wird verteilt. Hi, Grüße, hi. Ja. So, das ist natürlich nicht die Sendung. Die Sendung sieht mal anders aus. Das sind die Zwischenparts, die ich mir so ausdenke, weil man ja, wie gesagt, Mandy Jankowski-Schmidt, wie gesagt, die hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben. So, ihr seht, also, ich hätte jetzt auch eine Live-Schaltung machen können, will aber keine Live-Schaltung machen, weil ich so ein bisschen mehr dekorieren möchte, mehr, na, ist klar, wenn man vom Fach ist, dann will man die Filme auch noch schneiden, daraus was machen, irgendwie so Zwischenstücke noch, damit das ein bisschen, na, nur ein Live, naja, ich bin ja live verbunden, ich spreche gerade mit Mandy Jankowski-Schmidt, die ja das Buch geschrieben hat, also ich habe heute noch den Rupert Schneider, der die wunderschönen Bilder malt, dann ein guter Fan, der Sing Thorsten, ohne den Sing Thorsten, also ohne Thorsten, hätte ich ja gar nicht die Sendung starten können, weil wir für den Start, ja, ich wollte unbedingt in 1999 1 starten, ne? Und da fehlte, und jetzt habe ich ja alles. Und somit konnte ich die Sendung starten mit 1. Ne? Sonst hätte ich in 4 gestartet, aber irgendwie passte das nicht. Wenn, dann fangen wir jetzt von vorne an, 1. Demnächst mit Rook One, 4. Und dann geht's weiter. Jetzt in 8 Monaten 8 Episode. Dann Han Solo. Dann keine Celebration. 2018 keine Celebration. Alles ein bisschen. Mal schauen, was sie da so auf den Weg bringen. Ja, und dann 2019. Zack, die nächste Celebration. Wo stattfindet, weiß ich nicht, müsste ich gucken. Aber im Moment haben die das noch nicht gesagt. Wo zuerst war irgendwie mit Chile, aber ich glaube kaum, dass sie in Chile oder Mexiko eine Convention machen. Glaube ich nicht. Ich kann mal eben gucken hier, Celebration. Celebration. Haben wir sofort. Mal schauen. So, also wie gesagt, Celebration kommt 2018 nicht. Sie haben ja Thank you for celebration with us. See you in 2019. So, aber gesagt, wo? Haben sie nicht gesagt? Signed up for our newsletter, stay in touch with Star Wars Celebration. Alright, you can become tickets and so on. Yes. No, I don't want to be a story of English. Nein, ich habe keine Lust, irgendwelche Sachen zu suchen oder herzustellen in Englisch. Das gibt's genug. Ich möchte eine deutsche Show, eine deutsche Celebration, eine deutsche Fan-Celebration. In dieser deutschen Celebration sollen nur deutsche Händler, Fans, vor allen Dingen Fans. Celebration bedeutet für mich, dass wir, das noch einmal, das hängt demnächst aus, ne, das hängt demnächst aus, es wird eine Celebration stattfinden. Ja, alles hier wird umgebaut. Ja, hier bekommen auch Flieger hin, hier werden Kämpfe stattfinden und so weiter. Also hier wird Star Wars richtig ausbrechen, ne? 10 Jahre lang. Und dann im Jahre 2027 wird das Ganze dann in einer eigenen Celebration hier irgendwo, wenn es eine klitzekleine ist, mit 3-4 Leuten, wir machen eine Celebration, wir machen eine Party, 50 Jahre Star Wars dann, wie gesagt, die Cosplayer, die Händler, die Fans, die Buchschreiber und so weiter und so fort, also alle, von A bis Z, alle Künstler aller Sparten. Natürlich wird kein echter Künstler hier, also das Geld wird, also das Sprengkommando wird man sich hier nicht leisten können, irgendeinen Star Wars Beteiligten hier antanzen zu lassen, zu sagen, hey, hast du Lust? Die Mühe werde ich mir nicht machen, werde auch keinen anschreiben, weil das bringt nichts, ich bin viel zu klein dafür. Also in der hinteren Ecke laufen schon die Monitore mit Star Wars Universe, Legends, und wie gesagt, Old Republic. Hier vorne läuft die eigene Show im Monitor. Wir haben verschiedene Monitore. Ein großer wird hier noch angebracht werden. Wir haben also viele Monitore. Wir haben auch Beamer auf 21 Quadrat, die dann euch begeistern sollen.
50 Jahre Star Wars und so. Und mal schauen. Also wie gesagt, ich unterhalte mich hier zwischendurch bei Facebook. Hab natürlich auch andere, weil wir ja beruflich nur mal Filmfoto machen. Ich hatte ja auch gerade wieder eine Fotosession, nur zeigen darf ich es euch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, komm, Star Wars machen wir, weil ich darf Kundenaufträge nicht zeigen. Das ist so. Ich hatte gerade wieder eine Fotosession dazwischen. Hin und wieder auch mal eine Filmsession dazwischen, weil wir ja über Spielungen, Herstellung, wie machen wir ja alles. Und das ist natürlich ein wunderschöner Abfall sozusagen, eine Abfallproduktion. Die Kamera steht ja, dann machen wir sie an. Wenn jetzt ein Schauspieler reinkommen würde, wie letztens der Wendler, der für Filmpool da unterwegs ist und arbeitet, ja dann Kamera an und dann machen wir da irgendeine tolle Geschichte. Wie gesagt, ich baue das jetzt hier um. Ich mache jetzt eine schöne Sache hier raus. Wie gesagt, wir produzieren das ja alles selber und wir stellen auch alles selber her. Wir haben ja auch alles da. Und dann, ja, ich meine, wenn ich jetzt da hinten nur eine Green Box bauen würde, sieht ja nicht aus. Ja, und dann lieber kommt da ein Stormtrooper hin oder irgend sowas. Ne? Mal schauen. Ja, werde ich wohl gleich machen. Ja, nur in Glas wollte ich nie reinnageln. Also man sollte ihn ja schon gut festnageln, nicht kleben. Ja, wie gesagt, genau. Dann stelle ich da jetzt gleich einen Stormtrooper hin. Bei den nächsten Miniclips hier, die ich hier produziere, wird man ja das sehen. Hier ist ja, was ihr nicht seht, wenn ihr Glück habt, seht ihr es doch. 3DPO und R2D2, ne, die beiden. Dann Stormtrooper habe ich ja gerade ernannt. Dann nochmal R2D2 und 3CPO und an Solo. Die anderen Sachen sind leider schon verkauft worden. Die sind also schon weg, weil viele waren ja auch mit Stimmen-Synthesizer, wenn die Leute an der Pappe vorbeigegangen sind. Hat zum Beispiel Darth Vader, okay, Darth Vader hängt da vorne noch an der Wand, gesprochen. So, die einfachen Pappeinheiten hier, die hängen hier und stehen hier immer noch und die Plakatierungen werden auch fortgesetzt. Ja, ihr seid willkommen bei der Fangemeinschaft. Ihr seid Fans, ihr seid die Fans, ihr seid Star Wars. Und darum geht es. Ich bin nur ein Star Wars Fan der ersten Stunde 1977, der da mit einer Super 8 Kamera sich das angesehen und dann zu Hause nochmal und dann viele Freunde gehabt, die diesbezüglich auch VHS, ne, damals war das ja so, Raubkopien gekauft und dann sich zusammengesetzt und geguckt und in schlechtester Qualität und so. Dann war man froh, dass man die endlich dann kaufen konnte. Darauf freut man sich heute. Heute ist man froh, dass man die Waren kaufen kann. Man muss halt ein bisschen lange warten. Jetzt hier Rogue One muss bis Mai gewartet werden. Andere hatten schon, in Amerika die haben, Kanada hat, Italien hat, Frankreich hat, also die haben schon, sogar England hat. Und wir halt noch nicht. Und darum geht's, weil wir Deutschen ein bisschen hinterherhinken, weil wir die Ware nicht bekommen. Wir müssen mit Engelszungen reden. Ihr könnt mir glauben, wie schwer es ist, etwas zu bekommen, wie lange es gedauert hat, mal den Helm. Okay, ich habe an sich, wollte ich ihn nicht, weil, ne? Aber wie gesagt, den Helm habe ich mir gegönnt. Ne? Wie ihr seht, ist der Helm hier ein bisschen... ja, den muss ich dann noch zusammenbauen. Muss ich zusammenbauen, werde ich auch machen. Der besteht aus 3 Teilen, deswegen war der auch unheimlich günstig. Ne? Pustekuchen, so günstig ist es nicht. Gut, als Händler sprechen wir nicht drüber. Händler sieht alles anders aus. Aber ich wette mit euch, dass der sich sicherlich nicht so gut anhören wird, weil einige haben den ja, glaube ich, schon getestet. Man müsste da einen ganz anderen Stimmen-Synthesizer einbauen. Wie gesagt, da hier alle 30 Nanosekunden hier im Kunde reinkommt, ich musste das auch gerade hier liegen lassen, weil wir dann eine Fotosession hatten. Aber solche Art von Videoclips werden dann sehr selten noch kommen, nur wenn neue Figuren kommen. Ich Zeit habe, naja, wie ihr seht, so viel Zeit habe ich gar nicht, aber wenn man das nachher zusammenschneidet, ist das ja eine wunderbare Zeit, ist ja jetzt keine Live-Sendung. Deswegen mag ich keine Live-Sendung, weil ich müsste dauernd aus oder die Kunden möchten das nicht. Ne? Nur Kunden, die wirklich vor die Kamera möchten, dürfen vor die Kamera und sonst läuft da gar nichts. Ja, mal gucken, ich kann den Kylo Ren ja gleich den hier aufsetzen. Ne? Okay, ich komme dann nachher nochmal zum Schluss. Hab den sicherlich gleich zusammengebaut. Ich mache mir jetzt so ein kleines Käffchen hier. Muss nämlich auch mal sein und unterhalte mich weiterhin über Facebook, über Star Wars. Schau mir alles an, was die da so machen.
Und wie gesagt, wir sind schon über 800 bei Facebook und somit könnten wir 800 ja schon mal eine Diskussionsrunde anfangen. Denn diese Sendung ist nur für die 100% Star Wars Fans. Ja, nicht für die anderen. Die anderen 20, 30, 40, 100.000 Verrückte oder sonstige Gruppen da, Deutsch, Englisch Gruppen, Französisch, Normandie, die sind verdammt gut drauf, Le Français, also die wirklich Französisch da, aber hier, wir machen das nur hier. Ne? Wie gesagt, wenn die anderen auch wollen, kann man das ja irgendwann mal zusammenschneiden. Würde mich tierisch freuen, wenn wir in 10 Jahren das wirklich auf die Beine gebracht haben. Wir haben ja jetzt gerade erst damit angefangen. Wir sind erstmal 4 Leute, dann 4 Kunden. Also 4 Leute, 4 Kunden. Mal schauen, ob die wieder zurückkommen. Weil die haben das durch Zufall gesehen. Weil ich habe auch über Ostern ja die Schaufenster da dekorieren lassen. Star Wars, Carrie Fisher Autogramm, Mark Hamill Autogramm. Die hängen jetzt natürlich dort. Man hat mir natürlich sofort Autogramme verkauft. Meine lieben Freunde, nicht verkaufen. Also es ist keine Verkaufssendung. Bin auch kein Ankäufer. Ist okay, wenn das Gutes dabei ist für die Sendung. Wenn was Gutes dabei ist für die Sendung, so wie Sing Thorsten es gemacht hat, ja, dann kaufe ich das natürlich an, weil das ja dann zur Sendung passt. Versteht sich ja von selbst. So, komm, ich hau mir jetzt einen Kaffee rein und dann bastel ich das zusammen. Ja, wie man sehen kann, habe ich es da hinten immer noch nicht geschafft, aber deswegen habe ich habe wenigstens den Helm schon mal zusammenbekommen. Ja, den Helm habe ich also schon mal zusammenbekommen. Wenn jetzt keiner reinkommt, kann ich auch mal gucken. Ja, klappt. Also nicht so schlecht. Funktioniert einigermaßen und ihr hört mich nicht gerade verzerrt, aber es funktioniert und das ist ja, was man braucht. Ne? Also bevor einer reinkommt, nehme ich den Helm jetzt mal wieder ab. Ne? Also so schlecht ist er nicht. Jetzt habe ich Spaß. Ne? Jetzt habe ich Spaß bekommen. Ist ja noch keiner da. Funktioniert einwandfrei. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber so kann man die Sendung demnächst moderieren. Lasst euch überraschen. Ah, herrlich. Roger, Roger, so ungefähr, ne? Hallo, hallo. Ne? Wie gesagt, kennt man ja, ich mache jetzt keine Produktwerbung. Ich meine, es ist gut verarbeitet, sieht gut aus. Man könnte jetzt Hand anlegen, die Profis, die zeichnen können, malen können und so weiter. Also ihr habt ihn ja gerade gesehen. Ihr könnt ja auch drunter schreiben, ob der Sound richtig rüberkam, ob ihr damit zufrieden wäret, wenn auch ihr ihn tragen würdet. Wie gesagt, in der Sendung können also Waren präsentiert werden, eure eigenen Waren, eure eigenen Cosplayer. Wie gesagt, es ist alles da. Ihr wisst, dass hier eine Menge ist. Es kommt noch eine Menge. Wie gesagt, beim nächsten Clip werden einige Sachen hier schon hängen. An den Fensterscheiben steht schon für die Sendung gesucht werden. Also für die Sendung werden Cosplayer gesucht, Moderatoren, die auch selber herstellen. Es sind auch recht herzlich eingeladen, auch Händler, Zwischenhändler, die Ware präsentieren möchten. Ja, wir machen ja An- und Verkauf. Hier wird eine Menge werden. So ein Umbau geht nun mal nicht von jetzt auf gleich. Wir haben ja nach Orlando damit jetzt angefangen und ihr wisst, wann das war. Es war Ostern und wir haben die Sendung gemacht, wir haben die Sachen eingekauft. Ach ja, übrigens, wartet mal eben, ich stelle mal hier hin, habt ihr was zu gucken. So, Kylo ist auch angekommen heute. Ich hau euch jetzt hier nicht vom Hocker. Also wer die Figuren nicht hat, ne? Also ihr habt sie ja alle. Wie gesagt, ich persönlich bevorzuge 6-Inch. Mal schauen, für einige Kunden 3,75 zu besorgen, weil viele doch 3,75 für ihre Dioramen brauchen. Ich bin aber ein 6-Inch, 12-Inch, ihr wisst. Und dann wie gesagt 1:1.
die Variante war ja nicht schlecht. An sich hatte ich ja schon den Kylo hier in der Variante mit dem Originalkopf vom Darth Vader in Metall, richtig Schwermetall. Auch sein Helm ist in richtigen Schwermetall. Ja, und das Fähnchen, naja, das Fähnchen erinnert dann an den anderen, ne? Ist klar, mit der Rotzbremse aus Österreich, aber so ist George Lucas nun mal gewesen. Er hat halt vieles adaptiert aus Ben-Hur, Jesus Christus, aus Star Wars, Zweiten Weltkrieg, bla bla bla. Egal, so, Obi-Wan Kenobi ist auch da. So sind beide Varianten, wenn man sich die beiden Gesichter dabei anschaut. Also die Köpfe sind identisch, die Kleidungsstücke auch, ja. Nur dass er hier halt ein metallisches Schwert hat, Plastik, dann noch ein Plastik. Diese Variation hier kann man dann, ne? Also empfehlen. Also mir macht es Spaß, die jetzt zu sammeln. Ich werde zum ersten Mal Sammler. Aus einem Händler wird ein Sammler. Das muss man sich auch mal vorstellen. Aber das ist die Inspiration. Also noch einmal, wir möchten, ich besonders, am 2027 eine 50-Jahr-Feier mit euch machen. 2027, ich weiß, aber geht nicht anders. Wir müssen jetzt 10 Jahre, bis sich Leute dafür interessieren. Bis wirklich welche vorbeikommen. Bis wirklich so viel Ware hier steht, dass die Sendung so richtig Spaß macht, durch die Waren zu huschen, sich die Figuren anzuschauen. Weil wir wollen eine Sendung, ich besonders, eine Sendung, euer grauer Jedi, möchte eine Sendung machen für Fans, von Fans und nicht so irgendwelche Moderatoren anheuern, für teures Geld zu zahlen. Hi, Grüße. Hi, Mahlzeit. So, zum Schluss gerade noch mit einem Großhändler gesprochen und ja, die sitzen halt an der Quelle, ist richtig, die Amerikaner, man bekommt leider nicht alles, man muss wirklich schauen. Ich habe 10 Jahre Zeit zum 50-jährigen Star Wars Jubiläum, alles das zu bekommen, was ich wirklich sehr gerne hätte haben wollen. Also, Sideshow, Hot Toys, Kabuki, Artifacts, so in der Reihe und natürlich Black Serie von Star Wars. Also, jetzt in Orlando war ich ja doch begeistert, dass die Figuren endlich mal da ordentlich aussehen.